Voraussagen und Instruktionen von Jesus, Teil 1. Ereignisse, Entrückung, Trübsalszeit. Ereignisse vor und während der Trübsalszeit. Auszug aus Jesu Botschaft an Claire, die kommende Hölle auf Erden vom 13. Dezember 2014. Jesus begann. Die Hölle auf Erden, wortwörtlich. Hölle auf Erden, kaum zu glauben, jenseits jedes Horrorfilms, den Hollywood sich jemals einfallen lassen oder erfinden könnte. Keiner kennt den Ernst von dem, was kommt. So viele zurückgelassen am Wegesrand. So viele sind unschuldig, blind, lahm und ohne eine Ahnung. Die Lehranstalten sind bekannt dafür, sie dumm zu halten und programmieren, damit sie keine Ahnung haben, was geschehen wird. O Claire, bitte sage ihnen für mich, dies ist nicht, was ich für meine Kinder auf der Erde wollte. Dies ist nicht, was ich plante, überhaupt nicht. Nein, ich hatte ein Paradies geplant für mein Volk, meine Kinder, ein wahres Paradies. Ich musste dem freien Willen die Herrschaft überlassen, weil der freie Wille Konsequenzen mit sich bringt und alle lernen müssen durch Konsequenzen und mich dann anrufen und mich den Lehrinstitutionen und der Popkultur ihrer Generation vorziehen. Sie müssen tiefer eindringen. Ich habe ihnen zugerufen, tiefer einzudringen. Tief habe ich mein Wort in sie gepflanzt, tief in ihrem Bewusstsein habe ich meine Telefonkarte der Liebe und Warnung hinterlassen. Sie wurden nicht beachtet, verdrängt von dem Glitzern eurer Kultur. Die Lebenden werden die Toten beneiden, aber der Chip wird ihnen nicht erlauben zu sterben. Da gibt es die Technologie, welche Menschen am Leben erhält, durch den Chip. Sie werden den Tod suchen, aber er wird sich ihnen entziehen. Ich unterbrach ihn hier und sagte, ich verstehe, aber könnten Sie nicht von einer Brücke springen? Könnten Sie? Nicht mit der vorhandenen Gedankenkontrolle. Du hast keine Ahnung, was kommt oder was arrangiert wurde von Satan, um der Menschheit unbeschreibliches Leiden zu verursachen. Für jene, die ich in meinem Bild erschaffen habe, für jene, die ich mit meinem Leben liebe. Er kann mich nicht zerstören, aber er kann mich verletzen, indem er die Menschen leiden lässt. Unaussprechlicher Horror. Doch meine Barmherzigkeit wird triumphieren, Claire. Meine Barmherzigkeit wird die Seelen jener aus ihren Körpern schnappen, die mich anrufen. Aber Herr, ich dachte, dass es keine Erlösung gibt, wenn man einmal den Chip angenommen hat. Das ist, was geschrieben steht. Aber soll ich keine Barmherzigkeit haben? Zu spät für sie? Zu spät für sie, aber der Tod wird tatsächlich eine Befreiung sein. Und ich werde die Seele vom Körper trennen. Ich werde die Seele barmherzig entfernen und sie aus dem Griff dieser bösen Generation von Satananbietern befreien. Herr, was soll ich damit anfangen? Es ist eine so außergewöhnliche Botschaft. Nimm es einfach sehr ernst. Sehr, sehr, sehr ernst. Die Lebenden werden die Toten beneiden. Woran diese böse und gottlose Generation glaubt, ist eine komplette Lüge. Was ihnen verkauft wurde, ist eine Lüge. Da gibt es nichts Vergleichbares mit der Realität, die dabei ist, über sie hereinzubrechen. Sie realisieren nicht, dass sie von Satan genutzt werden, zu ihrer eigenen Zerstörung. Es passt in ihre Gier, dass sie auch umkommen in den Plagen und Seuchen, welche sie hervorgebracht haben. Es passt, dass sie verschlungen werden im flüssigen Feuer, in ihren luxuriösen und extravaganten Untergrundstätten. Es ist so passend. Nichtsdestotrotz habe ich den Menschen nicht auf die Erde gebracht für eine solche Zeit. Niemals plante ich diese Verwüstung und Trostlosigkeit für sie. Aber aufgrund ihrer Arroganz und Rebellion wurden sie dem Vater der Lügen übergeben. Und er hat seinen Job gut gemacht.
Sie erwarten eine heldenhafte neue Welt und eine superintelligente, superelegante Lebensweise. Vielmehr werden sie in ihren feurigen Gräben sterben, zusammen mit vielen Verführern. Verstehst du? Wenn ich zurückkehre, wird völliges Chaos herrschen. Da werden Ungeheuer sein, die erschlagen werden müssen, um die Erde zu sichern. Aber Herr, was ist mit den 3 Tagen Dunkelheit am Ende der Trübsalszeit und das Feuer, das die Erde reinigt? Ja, ich werde tatsächlich mit Feuer reinigen, aber nicht alle werden sterben. Da werden jene sein, die aus der Grube heraufkommen, seelenlose Ungeheuer, die zerstört werden müssen. Die Dämonen werden gebunden sein, aber was sie erschaffen haben mit künstlicher Intelligenz und Körperteilen, vermischt mit Mensch und Tier, jene werden immer noch auf der Erde herumwandern und müssen ausgerottet werden. Es genügt zu sagen, die Welt wird unbrauchbar sein, und ja, ich werde sie wiederherstellen, aber da wird es viel zu tun geben. Worüber ich weine, ist das Leiden der Völkerscharen, die nicht zuhören wollten. Sie wählten mir, ihre Rückseite zuzudrehen, und sie hielten ihre Ohren zu, weil es unbequem war, ihre Leben anzuhalten, um meine Botschaft zu vernehmen. Erst wenn der Völkermord hier ist, werden sie zu mir zurückkehren, jedoch zu spät, um vor dem Feuer und dem Zorn des Vaters errettet zu werden. Sie werden sich nicht Gott zuwenden in Gerechtigkeit, sondern in egoistischer Ambition, um errettet zu werden. Doch die Errettung wird ihnen entfliehen. Ich möchte, dass du ihnen sagst, dass dies niemals mein Plan war für die Menschheit. Ich erschuf den Garten für meine Söhne und Töchter. Niemals träumte ich davon, was kommt. Alles wurde von Satan und seinen Gefolgsleuten arrangiert. Versucht zu verstehen, dies war nicht mein Plan. Schaut, zu viele schreiben mir Böses zu, weil sie keine Verantwortung für ihre eigene Niederlage übernehmen wollen. Sie wollen, dass sich die ganze Schöpfung gegen mich wendet, wenn dies möglich wäre, was nicht möglich ist. Diese lebende Generation muss wissen, dass ich dies niemals beabsichtigte für den Menschen, und dies ist nicht mein Plan, es ist Satans. Ihr könnt wählen, mich dafür zu beschuldigen, aber ihr werdet herausfinden, dass ich dies niemals plante. Ihr, die Menschheit, habt euch auf die Seite des Bösen geschlagen und Böses hat Böses hervorgebracht, nicht ich. Nichtsdestotrotz werden die Menschen ihre Fäuste gen Himmel erheben und mich verfluchen für das, was sie der Erde angetan haben. Aber lasst es geschrieben sein, nicht ich war es, der die Erde verwüstete, die Menschheit hat dies getan. Aber Herr, du gießt die Schalen aus. Aus Offenbarung 16. Und in den Schalen wäre nichts, das ausgegossen werden könnte, wenn Satan es nicht so arrangiert hätte. Ihr wolltet die Herrschaft Satans auf Erden, und hier ist sie. Auszug aus Jesu Botschaft an Claire. Ihr habt meine Herrschaft abgelehnt. Vom 14. Juli 2015. Der Herr begann. Siehst du, ich habe mit dieser Generation gerungen und gekämpft, bis sie einfach bewiesen haben, dass sie mich nicht wollen. Also schöpfe ich jetzt die Sahne von der Oberfläche. Ich komme für meine Braut, die sich wirklich nach mir sehnt, genau wie ich es meinen Leuten versprochen hatte. Ihr werdet mich nicht wiedersehen, bis ihr sagt, gesegnet ist er, der kommt im Namen des Herrn. Auch dies wird geschehen. Auf die harte Tour, die Art, wie ich es niemals bestimmen wollte. Meine Leute, ihr habt eure eigenen Entscheidungen getroffen, indem ihr abgelehnt habt, dem Flüstern in euren Herzen zuzuhören. Ich habe geflüstert, ich habe gesprochen, ich habe geschrien, kommt zurück zu mir, bevor es zu spät ist, aber vergeblich. Also überlasse ich euch euren eigenen Geräten und Erfindungen. Ihr werdet sehen, wer böse ist und wer gut. Ihr werdet nicht mehr länger Gutes böse und Böses gut nennen. Vielmehr werdet ihr euch danach sehnen,
mein Gesicht wiederzusehen, und ihr werdet euch mit eurem ganzen Herzen danach sehnen, dass ich über euch regiere. Das ist es, worum es sich tatsächlich handelt. Meine Herrschaft war nicht genug für euch, also müsst ihr jetzt die Konsequenzen eurer eigenen Entscheidungen tragen. Ich habe keine andere Alternative. Ihr habt meine Hände gebunden. Was kann ich tun, außer euch euren Geräten zu überlassen, eurer eigenen Herrschaft, bis ihr den Tiefpunkt erreicht, wie es gesagt wurde. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr habt mich nicht empfangen. Ein anderer wird kommen in seinem eigenen Namen und ihn werdet ihr empfangen. Johannes 5. Noch eine kleine Weile jetzt und meine Braut wird mich sehen, wie ich auf den Wolken komme. Tatsächlich wird es die ganze Welt sehen und das Trauern und Jammern wird bis in die Himmel reichen. Ich werde meine Leute reinigen und ich werde zurückkehren, um zu herrschen und regieren unter ihnen. Bis dann werdet ihr viel zu ertragen haben. Doch ich werde mit euch sein, weil meine Liebe für euch niemals erkaltet ist. Nein, mein Herz schlägt aus meiner Brust für dieses Volk, wie ich mich gesehnt habe, euch zu liebkosen, Öl auf eure Wunden zu gießen und eure Füße mit feinen Sandalen zu zieren. Oh, wie ich mich gesehnt habe! Jetzt muss diese schmerzlichste Prophezeiung der Geschichte das Land von dem Schmutz befreien, welcher es erfüllt hat. Bis ihr verkündet, gesegnet ist er, der kommt im Namen des Herrn. Dann werde ich euch in meine Arme nehmen und euch wiederherstellen. Ihr werdet meine Wege lernen und noch einmal mein Volk sein, meine Auserwählten, die meine Worte und meinen Willen weitertragen an die künftigen Generationen. Bis dann, mein Volk, zerreißt eure Gewänder, zieht euer Bußkleid an und streut Asche über eure Köpfe, denn das Urteil kommt in dieses Land. Läuterung und der Tag des Herrn. Auszug aus Botschaft des Herrn an Timothy vom 11. Dezember 2006. Ihr seid ein sehr halsstarriges und hartherziges Volk, eine extrem rebellische Generation. Denn es steht geschrieben, ihr nähert euch mir mit euren Lippen, doch eure Herzen sind weit von mir. Heuchler, wem dient ihr? Dieser Welt und all ihren Ehebrüchen gegen Gott? Oder Gott in Geist und in Wahrheit, abgesondert von der Welt. Denn wie es geschrieben steht, der Tag kommt und ist schon hier, wenn der Vater die Anbetung bekommt, die er wirklich will. Deshalb wird die erste Ernte in der Tat gering sein von den Demütigen und die zweite zahlreich von den Geläuterten und Reumütigen. Tut deshalb Buße und demütigt euch, damit ihr all diesen Dingen entfliehen mögt, welche in Kürze geschehen müssen. Tut Buße, sage ich, tut Buße in Geist und in Wahrheit. Und jetzt nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir. Wenn ihr Buße tut, jedoch zu diesen Dingen zurückkehrt, welche ihr bereut habt, bestrebt nichts zu ändern, hat sich dann eure Reue nicht ins Gegenteil verwandelt? Meine Kinder, falls ihr reumütig vor mich kommt, eure Sünden bereut, worin ihr die moralischen Gesetze des Vaters nicht haltet, und dann weitermacht in euren Sünden und die Gebote missachtet, habt ihr dann nicht eine größere Sünde begangen? Denn ihr habt mich zum Urheber der Sünde gemacht, indem ihr sagt, wir sind in Christus, wir sind frei von den Geboten. Das ist eine Schändung und Entheiligung. Kleine Kinder, hört mir zu. Ihr seid frei vom Fluch der Sünde, denn ihr seid tatsächlich errettet durch die Gnade und lebt jetzt wegen mir. Schaut, auch mein eigener Geist wird euch dazu veranlassen, die Gebote zu halten. Und deshalb seid ihr jetzt frei vom Fluch des Gesetzes, welcher der Tod ist. Aber ihr seid keinesfalls frei, die Gebote zu brechen. Habe ich nicht gesagt, euch ist vergeben? Jetzt geht und sündigt nicht mehr. Denn falls ihr weitermacht mit Sündigen und euer Verhalten nicht ändert, bleibt ihr in Unversöhnlichkeit und lügt zu eurem Vater in meinem Namen. Und ihr seid auch nicht Wiedergeborene des Geistes, denn all jene, die ehrlich bereuen, empfangen von meinem Geist
und sind bestrebt, auch in meinen Wegen zu wandeln. Dies ist echte Reue. Meine Kinder, ihr wächst zu nahe am Unkraut. Ihr seid umschlungen, entwurzelt euch deshalb und werdet in guten Boden gepflanzt, wo der Spätregen ausgiebig fließt und wo alle Früchte geerntet werden zur passenden Zeit. Beeilt euch jetzt und richtet die Linie aus. Setzt eure Füße zurück auf den rechten Weg, denn mein Weg ist schmal. Oder sonst geht euren eigenen Weg und ihr werdet nicht entrückt werden. Deshalb wandelt in mir, denn ich bin der einzige Weg zur Erlösung, der einzige Weg, dem ihr nachfolgen sollt, und ihr werdet wirklich befreit sein, denn nur in der absoluten Wahrheit soll jemand Ruhe finden und entrückt werden, hinauf in den Himmel für eine Woche, an jenem Tag. Meine Kinder, Gott ändert sich nicht, sein Wort besteht für immer. Auszug aus Jesu Botschaften an Claire vom 2., 4. und 8. März 2015. Ereignisse, Teil 1. Jesus begann: Der Zerstörer wird nicht kommen bis zum Ende. Die Dinge, die dir gezeigt worden sind, werden geschehen, nachdem ihr entrückt worden seid. Das wird eine Aufzeichnung sein für einige, damit sie die Hoffnung nicht verlieren, sondern klar sehen, dass ich in Kontrolle bin. Sie können mich bei meinem Wort nehmen und es ist nicht hoffnungslos. Ich wünsche mir, dass die Menschheit Vertrauen in mich und meine Barmherzigkeit hat. Das ist es, warum ich diese Ereignisse voraussagte, wenigstens zum Teil. Eine Art Wegweiser zu haben, wird ihnen Sicherheit geben. Sie können die Dinge sehen, wie sie sich entfalten und werden wissen, dass ich sie voraussagte und in Kontrolle bin. Ich sagte das schon, nicht wahr? Nun, ich wiederhole es, weil es so wichtig ist, dass die Menschen nicht verzweifeln. Die Versuchung zu verzweifeln wird sehr mächtig sein und dadurch wird der Teufel viele einfangen und mit sich reißen. Ihr müsst wissen, Überbleibsel der Erde, es wird ein Ende geben in dieser Tragödie und der Tag wird kommen, wo alles wiederhergestellt sein wird in der ursprünglichen Reinheit und das Böse wird gebunden sein. Wenn in jenen Zeiten irgendein Übel aufkommt, dann wird es aus den Herzen der Menschen kommen und nicht von den Dämonen. Und da wird es eine Feuertaufe geben, um die Erde und die Herzen der Menschen zu reinigen. Und das wird niemals vergessen werden von jenen, die am Leben bleiben. Und doch, so wie die Zeit vergeht, werden die Menschen es vergessen, wie sie es taten mit den Wassern von Meriba. Und wieder werde ich gezwungen sein, das Böse von der Erde zu reinigen. Der Zerstörer, der Planet Nibiru, wird nicht kommen, bis ihr entrückt seid, meine Bräute. Da wird es einen chaotischen Zeitabschnitt geben, direkt nachdem ihr gegangen seid, in welchem Nationen gegen Nationen kämpfen werden und das Kriegsrecht eingeführt werden wird unter dem Scharia-Gesetz, islamisches Gesetz. Alle, die mir nicht abschwören, werden getötet werden. Alle, die das Zeichen des Tieres annehmen, nun, sie werden sterben. Seid gewiss, dass meine Barmherzigkeit keine Grenzen kennt für jene, die mich anrufen in diesen Zeiten. Erhebt euch, meine Leute, und ruft mich an, und ich werde euch erretten. Vertraut mir, sogar mit euren Köpfen. Was ihr auf der Erde erleidet, wird nicht sein, verglichen mit jenen, die das Zeichen angenommen haben. Die Tiere, nach denen du mich gefragt hattest, werden im Erdinnern gezüchtet. Sie werden auch hervorkommen zur festgelegten Zeit, um Chaos und Verwüstung zu verursachen. Die Lebenden werden die Toten beneiden. Dies gilt für jedes Lebewesen, nicht nur für den Menschen. Liebe ich nicht jede Kreatur mit Zärtlichkeit und Hingabe? Versorge ich sie nicht jeden Tag mit Wasser, um darin zu schwimmen, mit Nahrung, um sie zu ernähren, mit Sonne, um sie zu erwärmen? Meine Versorgung ist reichlich vorhanden, aber sie werden zu mir kommen während dem schlimmsten Zeitabschnitt, wie es schon so viele taten und glücklich sind mit mir im Himmel. Ich liebe alle Kreaturen. Ich weiß, wie ich ihr Leiden lindern kann. Vertraut mir.
Die ganze Schöpfung leidet für diese sündige Generation. Die ganze. Es ist die Vollendung und der Höhepunkt des Bösen. Die Dinge werden sich allmählich verschlechtern, je näher der Planet Nibiru kommt. Und Satan wird in Eile sein, seine Absicht der Menschheit aufzuzwingen. Da wird es verzweifelte Versuche geben, das Zeichen des Tieres zu forcieren, und das Leiden jener mit Familien wird verheerend sein. Aber ich werde mit ihnen sein, um sie zu stärken. Haltet nur durch bis zum Ende, denn die Siegeskrone erwartet euch. Wenn Menschen zum Punkt gelangen, wo sie glauben, dass es keine Hoffnung mehr gibt, dann ist die Zeit gekommen, wo ich erscheinen werde und alle Dinge wiederherstelle. Genau dann, zur absolut dunkelsten Stunde, werde ich kommen, wie in Ezekiels Traum. Da wird es einen Rest an Technologie geben, die funktioniert. Ich habe dies beschützt, denn das wird nötig sein für die Kommunikation. Ich werde das Internet, das Radio und andere Medien weiterhin nutzen, um meine Leute mit einer Nachricht der Hoffnung zu erreichen. Es wird nicht alles auseinanderfallen, wie ihr vermutet. Und ich habe die E-Bombe, die elektromagnetische Bombe, nicht zugelassen, welche die ganze Technologie brutzeln würde. Es wird viel mehr sein wie im Film 10.5 Apokalypse, den du gesehen hast. Die Entrückung wird der Anfang vom Ende sein. Alle erwarten das, nicht nur Christen, sondern auch die Bösen. Sie werden dies nutzen, um ihr System einzuführen, aufgrund dem Verschwinden von vielen. Doch es wird Zeit in Anspruch nehmen. Da wird es friedliche Zeitspannen geben. Euer Land Amerika wird nicht völlig zerstört werden. Die Erdbeben und die Teilung des Kontinents werden nicht geschehen bis zum Ende. In der Zwischenzeit wird es jedoch Krieg geben auf eurem Boden. Ich habe dir von Miami erzählt. Höre nicht auf andere Stimmen. Was ich dir sagte, ist richtig. Glaube es oder nicht. Gerade jetzt plant Russland, euer Land zu treffen. Gerade jetzt sind sie ernsthaft dabei, den amerikanischen Kontinent anzupirschen. Sie haben vieles bereits an Ort und Stelle hier in Amerika. Die Waffen sind versteckt in den Wäldern. Unterirdische Eingänge werden offen sein auf amerikanischem Boden für die Artillerie und andere Waffen. Es wird zum größten Teil ein konventioneller Krieg sein. Wird New York City atomar vernichtet oder durch Tsunamis? Atomar. Aber was ist mit all diesen Ideen von Tsunamis und Beben etc.? Was davon übrig bleiben wird, wird im Wasser versinken. Es wird sogar gleichzeitig geschehen mit den Bomben. Es wird beides sein. O Jesus, all die Unschuldigen. Ja, meine Liebe, all die Unschuldigen. Denk daran, Claire, ich liebe sie mehr, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Ich werde sie schnell und barmherzig nehmen. Es wird für jene, die zurückbleiben, ein Hölle auf Erden-Szenario sein. Du hast die Koreaner und Russen gesehen, sie werden in vielen Gegenden sein, genauso wie die rekrutierten amerikanischen Muslime, die heimtückisch sein werden. Menschen werden den Glauben an die Menschlichkeit verlieren aufgrund des Verrats ihrer eigenen. Diese Rekruten wurden überzeugt, dass sie etwas Gutes tun, indem sie jeden Mann, jede Frau und jedes Kind töten, im Namen von Allah. Sie werden ein Ventil finden, um ihrem Zorn Luft zu verschaffen, den sie auf die Menschheit und das harte Leben haben, das sie gelebt haben aufgrund des Egoismus vieler und aufgrund der Unausgewogenheit und weil sie zurückgewiesen und auf sie heruntergeblickt worden ist. Sie werden berauscht sein von ihrer Blutrünstigkeit und nichts wird sie stoppen ohne tödliche Gewalt. Doch ich werde meine Überlebenden haben, jene, ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Ich werde sie beschützen, aber sie werden viel durchmachen. Sie werden im Feuer geprüft werden und wenn ich komme, werden sie als würdig erachtet werden. Dies wird ein sehr kleiner Prozentsatz der Menschheit sein. Deine Familie wird unter jenen Überlebenden sein. Viel von dem, was du ihnen beigebracht hast während dem Aufwachsen, war eine Vorbereitung für diese Zeit. Da wird es viel Gebrochenheit und Reue geben unter ihnen.
Was ihr zurückgelassen habt für sie, wird eine Goldmine an Instruktionen sein. Aber mein Geist wird mit ihnen sein und vieles, was sie tun, wird das sein, was sie von dir gelernt haben, während dem Aufwachsen. Sie werden geheilt sein von ihrer Verbitterung und ihren Urteilen, wenn die Erkenntnis erwacht bei ihnen, dass ihr beide recht hattet. Viele dieser Dinge hast du gewusst, da ich zu dir gesprochen habe, während jener Zeit. Vieles, was du denkst, dass es deine Gedanken sind, sind meine. Sie sind abgewogen und ausbalanciert unter Berücksichtigung der Wahrheit. Wahrheit ist deine Richtschnur und solange du dich daran festhältst, wirst du nicht falsch liegen. Was ist mit Yellowstone, Herr? Er hat die Kapazität, Amerika zu zerstören. Da gibt es ein Muster bei Yellowstone. Die Hauptcaldera wird ausbrechen, aber es wird viel geringer ausfallen als erwartet. Dies wird mein Werk sein, meine Barmherzigkeit. Wie auch immer, da wird es viele neue Ausgänge für das Magma geben, ganz ähnlich wie Kilauea. Das Magma wird aus der Erde brodeln über viele Kilometer, genauso wie du es in der Vision gesehen hast. Ich habe noch Pläne für Amerika. Ich werde sie brechen und demütigen, aber ich werde sie auch wiederherstellen. Ich verwunde und verbinde. Ja, dieses Land ist verdorben und hat viele in abscheuliche Verbrechen geführt. Aber es gibt immer noch einen Rest an Güte, die ich wieder steigern werde. Ich werde sie nicht komplett zerstören, nur ernsthaft brechen und ihre Gedanken neu ordnen. Ja, da gibt es militante Gruppen, die für Freiheit kämpfen werden. Sie werden ähnlich sein wie mein Volk, als sie feindliches Gebiet eroberten. Ich werde mit ihnen sein, ich werde mit ihnen kämpfen und sie übernatürlich beschützen, aufgrund dessen, wofür sie stehen. Sie werden das Rückgrat dieses Landes sein, wenn es wiederhergestellt ist. Da wird es viele Helden und Heilige unter ihnen geben. Aber ich dachte, dass du dieses ganze Ding wie im Film, The Mission, die Mission ansiehst, wo man sich selbst nur erlaubt, lieber zu sterben, als zur Waffe zu greifen. Nicht so. Ich werde diese Männer befähigen und noch einmal mit ihnen sein, aufgrund dessen, für was sie stehen. Da wird es Gefecht geben rundherum. Ich habe einige sehr talentierte Kämpfer unter sie gepflanzt. Sie werden sich erheben zur festgelegten Zeit. Sie werden mit übernatürlicher Weisheit ausgestattet sein, weil sie sich auf mich verlassen und nicht auf ihre eigenen Erfindungen und Einfälle. Die Städte werden nicht sicher sein. Die Wildnis wird viel sicherer sein. Doch da wurden Kreaturen gezüchtet, welche die Menschen ausfindig machen und sie in den Wäldern und Schluchten jagen werden. Das ist, wo große Weisheit vonnöten ist. Viele werden meinen Namen nutzen, um sich selbst zu verteidigen vor diesen Kreaturen. Und ich werde zu ihren Gunsten handeln. Ungeheuer, die gezüchtet wurden und maßgeschneidert sind, Menschen ausfindig zu machen und sie zu zerstören. Hier ist ein Erlebnis von zwei jungen Männern und was sie gemacht haben, als ein Grizzly sie angriff. Sie haben gerade erst am Tag zuvor ihr Leben an Jesus übergeben. Es war Frühling und er und sein Bruder gingen auf eine Wanderung. Und als sie um eine Kurve kamen, hörten sie das unverkennbare Geräusch eines Grizzlys, welcher ihrer Vermutung nach seine Jungen beschützte. Sie stand in voller Größe dort, in etwa 12 Meter Entfernung. Sie erzählten, alles was wir tun konnten, war den Namen von Jesus anzurufen. Also sagten wir in jedem Moment beide gleichzeitig, im Namen von Jesus, stopp! Und im gleichen Augenblick stoppte sie und wühlte eine Stauwolke auf. Dann knurrte sie und trampelte davon in jene Richtung, von wo sie gekommen war. Ja, also benutzt den Namen von Jesus, um auch diese Monster zu stoppen. Er könnte eure einzige Zuflucht sein. Ereignisse Teil 2. Es ist wichtig, dass das Thema Yellowstone angesprochen wird. Die Menschen erwarten das Schlimmste und unter den gegebenen Umständen kann ich sagen, dass es logisch ist. Worauf sie jedoch nicht zählen, ist meine Liebe zu Amerika und die Barmherzigkeit, die ich ihr zukommen lassen werde.
Ja, von all den Nationen ist sie eine, die ich liebe, und ich habe noch große Pläne für sie, wenn sie einmal völlig gedemütigt wurde und wiederhergestellt ist. Dann werde ich sie wieder in Anspruch nehmen. Sie ist ganz ähnlich wie meine Braut und auch wie mein Volk, das ich nach Babylon ins Exil geschickt habe. Doch ich habe niemals geplant, sie komplett aufzugeben. Und genauso ist es mit Amerika. Niemals waren meine Pläne, sie komplett auszulöschen, ohne Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Sie wird von mir wieder in Anspruch genommen werden. Ein Ding, das den Menschen dieses Landes wirklich nicht in den Sinn gekommen ist, sind ihre Anfänge. Viele der Gründerväter waren Freimaurer und geistig verdorben. Die ganze Stadt Washington, Bezirk Columbia, war nach heidnischen Prinzipien angelegt worden, und jetzt haben diese Prinzipien Früchte getragen. Sie erntet, was sie gesät hat. Ich werde zerstören, was gewesen ist und was verdorben ist an ihr, und ich werde das wahre Erbe ihres Gottes wiederherstellen für sie. Und sie wird noch einmal eine Macht sein für das Gute in der Welt. Claire, wenn ich komme, um zu regieren, wird es Ausgeglichenheit und Gerechtigkeit geben auf der Welt. Niemals wieder werde ich den Regierungen erlauben, ein menschliches Wesen irgendeiner Rasse, Farbe oder Überzeugung zu unterdrücken oder zu verleumden. Obwohl das Wissen von mir auf der Erde in Fülle vorhanden sein wird, wird der Egoismus der Menschen doch wieder zunehmen, und sie werden anderen die Freiheit wieder entziehen, um der Gier willen. Ich werde dies nicht zulassen, und es wird der Wendepunkt sein. Gier wird der Angelpunkt sein, wo sich das Gute in Böses verwandeln wird. Aber bis zu jener Zeit könnt ihr euch auf viel Schönes und auf Frieden freuen. Die Generationen werden gedeihen in einer Atmosphäre guten Willens. Den echten Glauben, den ich für die Menschheit beabsichtigte, wird alle ins Licht meiner Herrlichkeit führen. Und für mich zu leben wird so einfach sein wie das Atmen. Freude wird überwiegen innerhalb der Familien, Dörfer und auch in den Städten, aufgrund des Wissens von mir und meiner Liebe zur Menschheit, welches leicht zugänglich und offen kundgetan sein wird. Der Westen der Vereinigten Staaten wird zum größten Teil intakt bleiben, und von diesem Ort aus wird die neue Regierung entstehen. Dies ist ein Grund, warum ich den Yellowstone verschonen werde, damit es den Westen und Südwesten nicht komplett zerstört. Beides wird entstehen, Landwirtschaft und Technologie, und es wird auf strengen göttlichen Prinzipien basieren und von meinen Engeln und jenen durchgesetzt werden, denen es anvertraut ist, zu regieren. Jene, die sich selbst als würdig und fit erwiesen haben, für alle zu sorgen, ohne eigennützige Ambitionen und hinterhältige Motive. Dies ist so gegensätzlich zu dem, was ihr heute habt, was den okkulten Motiven entspringt, die von Rom aus von Anfang an eingeflossen sind. Wenn ich von Rom spreche, spreche ich von der Regierung, nicht der Kirche. Die Umstrukturierung meiner Kirche wird sehr organisch vor sich gehen und von jenen geleitet werden, die in jedem Dorf und jeder Gemeinde dazu bestimmt sind. Sie werden klein gehalten werden, außer die speziellen Zusammenkünfte, an welchen ich selbst teilnehmen werde, um neue Erkenntnisse zu vermitteln, Offenbarungen und Wege, um in Frieden und Liebe miteinander zu leben. Und doch wird es von Anfang an jene geben, die zurückweichen und Alternativen suchen zu dem, was ich errichtet habe. Diese werden der Same der Unzufriedenheit sein, da sie ihre Knie nicht beugen können. Sie werden die Vorväter von jenen sein, die zur Rebellion anstiften. Gier und Stolz werden immer existieren, Claire, bis ich das Böse aus dem Innern entferne. Ich möchte euch damit jene Hoffnung auf die Zukunft vermitteln, die ich habe. Es wird eine lange, dunkle, blutige Straße sein, bis mein Königreich auf diese Erde kommt, und ich möchte, dass alle wissen, dass es kommen wird. Es wird. Da gibt es große Hoffnung für die noch kommenden Generationen. Friede wird errichtet sein in gegenseitiger, brüderlicher Liebe. Und obwohl Nationen ihre eigene Identität behalten werden, wird es kein Streiten und Zanken um Ressourcen oder Macht geben. Es wird einfach nicht zugelassen werden.
Vieles in der Natur des Menschen wird weiterhin in jene Richtung tendieren, aber ich werde echte Freiheit und Gerechtigkeit für alle durchsetzen. Keines wird übersehen werden, nicht eines, auch nicht das kleinste, denn mein Geist wird die Erde durchstreifen und dafür sorgen, dass Missstände wieder gut gemacht werden und den Armen, den Kleinen und den Randgruppen Gerechtigkeit widerfährt. Du wirst ein Teil davon sein, meine Gattin. Ich werde so viel erfreuliche Arbeit zu tun haben für dich. Dein Glück wird sich von einem Meer bis zum nächsten erstrecken. Ja, das Land wird geteilt sein. Ja, es wird eine ziemliche Distanz sein von einer Seite zur anderen. Nicht etwas, das du mit der Fähre überqueren kannst. Da werden deutlich unterschiedliche Klimaverhältnisse, Kulturen und Industrie sein. Da wird es Handel geben zwischen den zwei Teilen des Landes. Niemals wieder werden Menschen sich über Erdöl zanken, denn das neue Energiesystem wird fast sofort nach der Reinigung eingeführt werden. Kommunikation wird einfacher sein als bis jetzt. Verschmutzung wird ein Ding der Vergangenheit sein. Niemandem wird erlaubt sein, Tätigkeiten weiterzuführen, die zerstörerisch sind für meine Schöpfung oder für die Menschheit. Doch in ihrer Dummheit werden Menschen damit spielen, ihre wunderbaren Leben, die sie leben, über den Haufen zu werfen, und ich werde ihnen erlauben, anzuhäufen und sich zu verbünden, damit sie nicht mehr auf der Erde sein werden. Herr, ich möchte wirklich das ganze Alien-Thema verstehen und wie du damit umgehen wirst. Die Technologie, die sie besitzen und entwickelt haben, ist abartig und grausam und absolut grotesk. Alles ist motiviert von Gier, Hass, Lust nach Macht und völlige Missachtung von allem, was gut ist. Ich werde es völlig zerstören und jeden Einzelnen auslöschen. Da wird es keine Einflüsse von diesen heimtückischen Dämonen und ihren verdrehten Technologien mehr geben, die mit mir konkurrieren und erklären, dass sie in der Lage sind, Leben zu erschaffen. Sie sind nur in der Lage, Leben zu zerstören. Basta. Woran eure momentane Regierung, das war im Jahre 2015, glaubt, wird sie unwiderruflich ihre Leben, ihre Seelen und ihre Nachkommen kosten, und niemals wieder werden sie zur Macht aufsteigen. Die ganze Welt wird auf den Kopf gestellt werden und von allem Bösen leergefegt sein. Dafür werde ich sorgen, wenn ich komme. Die 3 Tage Dunkelheit werden kommen direkt, bevor ich komme. Das ist, wenn alle Menschen am Rande der Verzweiflung stehen, da es überhaupt keine Hoffnung mehr zu geben scheint. Dies ist, wenn ich meine Engel aussende, um jeden gottlosen Repräsentanten zu binden und jede gottlose Absicht von Terror und Zerstörung zu vernichten. Das Leben wird so neu sein am Ende jenes Zeitabschnittes, dass es aussehen wird, als ob Eden wiederhergestellt worden ist auf der ganzen Erde, und die Helligkeit jener Tage wird meine Gnade und Herrlichkeit verkünden, und spontane Wiederherstellung wird an vielen Orten auf der Erde geschehen. Es wird wirklich eine neue Morgendämmerung sein, wo Gottlosigkeit nicht mehr regiert. Menschen werden nach Gewalt und Gottlosigkeit suchen, aber alles wird zur Ruhe gelegt sein. Aber was ist mit den Ehebrechern, Lügnern, Dieben und so weiter, die nicht in die heilige Stadt eintreten können? Da werden enorme Anstrengungen unternommen werden, um jene mit einem verdorbenen Leben zu rehabilitieren. Meine Liebe, meine Güte und meine Barmherzigkeit wird jene, die willig sind, reinigen, und sie werden geheilt sein. Ich werde keine Mittel scheuen, um ihnen zu einem neuen Leben zu verhelfen. Aber leider werden viele sich immer noch an ihrer alten Art, Dinge zu tun, festhalten und mit der Zeit bestraft werden. Ich kann es nicht erlauben, dass böse Menschen Böses vervielfältigen in meinem Königreich. Sie werden gestoppt werden, bevor sie jene verderben können, die dem folgen, was richtig und gut ist. Transportmittel werden nicht mehr nur für die Reichen sein. Alle werden das gleiche Recht haben auf die notwendigen Dinge, um ihre eigene Bestimmung erfüllen zu können. Jenen, denen es in der Vergangenheit gelungen ist und die sich an meine Gesetze halten,
werden in die Position gesetzt sein, andere aufzuziehen, die aufstehen werden, um das zu erfüllen, wofür sie geboren wurden. Da wird es keine Hindernisse, keine Politik, keine Bevorzugung und keine Bestechung mehr geben. Nichts dergleichen wird erlaubt sein in meinem Königreich. Alle werden ihren Teil haben und was nötig ist für ein glückliches Leben. Schau, Kommunismus hatte diese Ideen auch, aber wegen der verdorbenen Natur des Menschen war es von vornherein zum Scheitern verurteilt. Nichts dergleichen kann gedeihen, wachsen und andauern, ohne mein Gesetz und meine Ordnung. Der Mensch wird immer in Richtung Egoismus tendieren und jene, die Erfolg haben, werden niedergetrampelt werden von anderen, die stärker sind und das stehlen wollen, was sie aufgebaut haben. Dies sind wichtige Dinge, die ich vielen sagen möchte, um ihnen zu helfen, in den dunkelsten Stunden der Menschheit durchzuhalten. Ereignisse Teil 3. Jesus begann: Ich habe ihnen hinreichend Gelegenheit für eine Umkehr gegeben in diesem Land, Amerika. Hinreichend Gelegenheit. Ich werde nicht zulassen, dass meinen Wiederbelebungen wieder mit Spott und Verachtung begegnet wird. Etwas muss die verhärteten Herzen in diesem Land erweichen. Jene, die Materialismus zu ihrem Gott gemacht haben. Das ist, warum ich warte damit. Was ist mit dem Wirtschaftskollaps? Das wird auch nach der Entrückung kommen. Eine Zeit von unvergleichbarem Leiden. Aber dies wird den Rücken jener brechen, die nichts als Spott und Verachtung für die Kleinen haben, die Einfachen, jene, für die Gott alles bedeutet. Und sie leben nicht für das, was sie bekommen können. Sie leben für mich, weil mich zu bekommen alles für sie bedeutet. Und deshalb werde ich für jene das Leben nicht miserabler gestalten. Ich werde warten, bis sie droben sind und gegangen. Dann wird der Hammer fallen. Hammer? Ja, der Hammer des Urteils über diese Nation. Es wird alles auf einmal kommen, was übrigens mit der Absicht der herrschenden Elite zusammenpasst. Sie werden mehr Kontrolle haben, wenn es keine andere Zuflucht für die Menschen gibt, Nahrung zu bekommen als die Regierung. Zurück zu den Vulkanen. Ich habe die Gegenden der Welt anvisiert, die mit Menschenhandel, Drogenfluss und großen Ungerechtigkeiten gegen die Menschlichkeit zu tun haben. Erdbeben und Vulkane werden viele Leben nehmen und viel zerstören. Es ist nicht mein Wunsch, irgendein Leiden in der Menschheit zu sehen, aber du hast keine Ahnung von der Grausamkeit gegen die Menschheit, in welche diese Gegenden verwickelt sind. Das Blut ihrer Getöteten schreit nach mir von der Erde. Ich werde nichts verschieben, ich werde Gerechtigkeit bringen. Also, diese Vulkane sind Eingänge zur Unterwelt, direkte Kanäle zu den Eingeweiden der Hölle. Und während sich die Hölle auffüllt, dehnt sich die Erde aus. Dies ist kein privater Gedanke von dir. Ich habe dir dieses Verständnis gegeben. Es kam von mir. Da gibt es auch eine zunehmende Aktivität, bevor Dämonen-Aliens, öffentlich auftreten auf der Erde. Alles ist fein abgestimmt, um das letzte Königreich hervorzubringen, dass die ganze Erde synchron regieren wird. Sie, die Dämonians, wie du sie nennst, ich mag diese Bezeichnung, denn es bezeichnet, was sie wirklich sind. Diese Dämonians zusammen mit den Klonen werden von jedem Winkel der Erde hervorkommen und einberufen werden von jener Regierung, die gegnerischen Gruppen ausfindig zu machen und sie zu zerstören. Selbst jetzt bewohnen kleine Herden solcher Kreaturen die abgelegensten Orte der Welt und warten nur auf das Kommando, Gegner ausfindig zu machen und sie zu zerstören. Diese neue Regierung wäre nicht möglich ohne die Unterstützung dieser Klone. Die Himmel werden so voll von Dämonien sein, dass die Menschen neben sich sein werden vor lauter Schock. Am Anfang wird man sie glauben lassen, dass sie harmlos sind. Dann, ohne Vorwarnung, werden die vermeintlich Bösen einmarschieren und ein Krieg in den Himmeln wird ausbrechen. Dies ist nur ein inszenierter Anlass, um alle Länder dazu zu bringen, einer Weltregierung zuzustimmen und beizutreten. Es ist kein Zufall,
dass Vulkane und Sünden sich in Nachbarschaft voneinander befinden. Da gibt es Verbindungen zu dämonischen Aktivitäten, die in Gegenden, wo die Portale offen sind, erhöht vorkommen. Dies ist auch der Fall in Hawaii. Da gibt es also einen Zusammenhang zwischen Vulkanen und dämonischer Aktivität. Das ist die Sünde. Auch Aberglaube und eigenartige Rituale, welche fast immer Menschenopfer involvieren. Jene Filme, die du als Kind angesehen hast, waren nicht nur Filme, sie basieren auf Fakten. Und du kannst sicher sein, dass wo Menschenopfer involviert sind, Satan direkt mit ihnen dort ist, in der Verkleidung ihrer lokalen Gottheit. Jede Kultur hat ihr eigenes Markenzeichen von Satanismus. Wie auch immer, alle führen zurück zu ihm. Alle Dinge, die von mir gesprochen wurden, werden erfüllt sein. Die Erde wird erfüllt sein von der Herrlichkeit des Herrn. Böses wird nicht länger einen Ort haben, den es bewohnen kann. Alles wird erneuert sein gemäß meinem ewigen Plan. Zur passenden Zeit werden ihre Augen geöffnet werden. Was ich euch hier gebe, ist für jene, die es mit Verständnis empfangen können, damit sie am Ende sehen, dass Gutes triumphieren wird und dass es viel gibt, worauf man sich freuen kann. Diese Aufzeichnungen sind euch auch gegeben, damit andere nicht verzweifeln. Hätte die Kirche ihren Job gemacht, wäre dies nicht nötig. Aber aufgrund von politischem Druck wurde viel unterdrückt. Aber jetzt ist die Zeit, dass es offenbart wird.